Wie kreativ sind Sie eigentlich, meine Damen und Herren? Ich zeige Ihnen heute drei junge kreative Persönlichkeiten aus Oberösterreich, die bereits bewiesen haben, wie kreativ sie sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Es sind nämlich die Gewinner von Young at Art, einer ganz besonderen künstlerischen Veranstaltung, eines Wettbewerbs, der initiiert wurde vom Landesmuseum Oberösterreich und der Regionalzeitung Tipps. Grüß euch, hallo. Ich darf euch ganz kurz vorstellen, Stefan Hillebrand aus St. Wolfgang, hallo. Franziska Weiß aus Machtrenk, grüß Gott. Und David Weiß aus Münzkirchen. Ihr drei habt ganz Besonderes gezeigt mit eurer Kreativität. Ihr habt nämlich beim Bewerb vieles eingereicht und ihr habt damit gewonnen. Gratulation nachträglich noch einmal dazu. Wir beginnen bei dir, Stefan. Du hast, und wir sehen das Bild jetzt eingeblendet, etwas ganz Besonderes eingereicht. Sowas sieht man auch nicht oft. Es ist eine Skulptur. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, wie es zu dieser Skulptur gekommen ist. Ja, genau. Das ist eine Gipsskulptur. Mhm. Die wird gemacht vorher aus Ton. Da wird ein Modell modelliert. Das wird so lange modelliert, bis das dann passt. Und nachdem wird eine Negativform gegossen. Die muss man vorher mal ummanteln, quasi den Ton. Nachher holt man den Ton raus und kann oft in die Negativform die Positivform eingießen. Nach dem Eingießen muss man die Negativform wieder entfernen, das heißt zerstören. Mhm. Und dann kommt eben die Skulptur. Außer. Man hört da schon durch, du bist auch handwerklich sehr geschickt, aber auch handwerklich gebildet. Du hast einen Beruf gelernt, was der damit zu tun hat. Ja, genau. Ich bin in die Holzfachschule Hallstatt gegangen und wir haben da eben viel mit Holz und Stein und eben auch mit Ton und Gips gearbeitet. Die Inspiration, die künstlerische, woher holst du dir die und vor allem, was zeigt das Bild eigentlich? Ja, also ich schaue mir viel im Internet an und probiere sehr viel selber. Das heißt, ich zeichne nicht viel und probiere auch viel mit Ton, also zum Modellieren. Das heißt, da werden die Ideen geformt. Und nachdem, dass ich die Idee gehabt habe oder dass die Idee passt, kann ich die oft umsetzen. Die Skulptur ist sehr ausdrucksstark. Was zeigt sie? Wer ist das? Also einen dornengekrönten Jesus, der was sehr traurig reinschauen sollte. Genau. Traurig, das bringt uns auch zum nächsten Bild. Ein bisschen traurig wirkt die junge Dame schon, im Gegensatz zu dir, Franziska. Was möchtest du mit deinem Werk ausdrücken, beziehungsweise wie bist du eigentlich zum künstlerischen Arbeiten gekommen? Also ich habe schon sehr früh begonnen, dass ich was mit den Händen mache, sozusagen mit Plastilin oder mit Ton. Und das hat sich dann eher ins Zweidimensionale so verwickelt, sozusagen. Mhm. Und mein Großvater hat mir dann auch Zeichenunterricht gegeben. Also wir haben schon sehr früh begonnen, dass wir da irgendwie Sachen abzeichnen oder so. Mhm. Und dann bin ich eben mal in die HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz gegangen. Also ich bin noch immer dort. Und da kann ich auch meine künstlerische Leidenschaft ausleben. Was hat dich zum Bewerb Young and Art gebracht? Wie hast du davon erfahren? Ich habe schon viele Jahre im Internet davon gelesen und habe dann eben 5 Werke eingereicht und 2 Werke davon haben gewonnen. Das bringt mich zum nächsten jungen Künstler, der heute bei uns ist. Es ist David Weiß aus Münzkirchen. David, du zeichnest auch, aber welche Bilder sind das, die du machst und die wir jetzt auch eingeblendet sehen? Bei mir sind es hauptsächlich Porträts von meistens berühmten Personen, also Musiker. Mhm. Oft sind es Deutschrapper, weil ich das selber gern höre. Wie bist du zum Zeichnen gekommen? Wie war so diese Initialzündung, wo du gesagt hast, jetzt nehme ich einen Stift und ein Papier und zeichne was drauf? Das war eigentlich schon immer, seit ich mich erinnern kann, habe ich schon gern gezeichnet. Früher waren es halt mehr so Comics, die ich nachgezeichnet habe. Und ich wollte eigentlich immer Porträts machen. Hat nie wirklich funktioniert. Und wie ich das erste Porträt dann gemacht habe, hat immer besser ausgeschaut, seitdem mache ich nur noch Porträts eigentlich. Jetzt hast du gleich einen Bewerb gewonnen, wie war das für dich? Ich habe es am Anfang nicht wirklich geklappt und es war so ziemlich unrealistisch. Es war das erste Mal, dass ich mich überhaupt so beworben habe. Und wie das Bewerben richtig funktioniert, meine sehr geehrten Damen und Herren, das schauen wir uns jetzt genauer an. Du bist zwischen 8 und 18 Jahre alt und sprühst vor Kreativität? Dann mach jetzt mit beim Kreativitätswettbewerb Young at Art. Von Malerei über Fotografie bis zu Audio, Video, Pinsel und Farbstiften sind dir keine Grenzen gesetzt.
Prämierte Einsendungen werden in einer eigenen Ausstellung präsentiert. Infos unter young@art.at. Bis Montag, 30. September, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe junge Künstler, könnt ihr eure Werke noch einreichen. Wie war das eigentlich bei dir, Stefan, dass du gesagt hast, ja, ich traue mich drüber, ich reiche mein Werk ein und mache da mit bei Young and Art? Also ich habe sehr viel Unterstützung gekriegt von meinen Eltern und auch von meinen Freunden. Und deswegen habe ich mich oft traut, dass ich das einreichen habe können. Ja. Und das Ganze hat sich ausgezahlt. Herzliche Gratulation noch einmal an euch. Danke fürs Hiersein. Schön. Ich wünsche euch natürlich auch viele kreative Tage, Stunden, Wochen und Jahre in Zukunft und bleibt so kreativ wie bisher. Dankeschön. Okay. Danke.